Und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond the Souls hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier siehst du die Statistik aus der letzten Folge, die ja über eine Stunde ging. Aber ich wollte die nicht splitten, das war so spannend und nee, da teilen wir nicht, das ziehen wir voll durch. Dementsprechend werden die Folgen auch ein bisschen länger. Und wir rutschen jetzt mal ins nächste Kapitel. Die erste Nacht. Mit wem? Alleine? Okay. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis Sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Ein Kloß im Hals. Okay. Wo ziehe ich mich um? Im Badezimmer, mein Schatz. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Teddy? Wo ist unser Teddy? Das wird also jetzt unser Gefängnis für die nächsten Jahre. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Jetzt aber ins Bett, Jody. Ich stehe am Bett, du Hammel. Sorry, ich musste eben die Theatralik ein bisschen rausnehmen. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das?
Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Wir drehen uns mal nicht um. Wir drehen uns um. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Wie viel Leid kann ein Kind ertragen? Die erste Nacht. Dokens und Eltern nicht ausspioniert. 85%.
Existenzen besiegt, 95%. Cole aufgeweckt, 90%. Gut, dann würde ich sagen, nachdem die letzte Folge ja so überdimensional lang war, machen wir heute überdimensional kurz, 10 Minuten. Und das war die erste Nacht und dann werden wir die Folge auch so nennen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche dir da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.